erste Hackathon, den wir als Innovationspartner hier in München organisieren. Und wir machen das vor allem aus drei Gründen. Erstens, die digitale Brand zu stärken, also das Employer Branding, junge Leute für Zeiss zu gewinnen, die Lust haben, eine große Firma wie Zeiss in digitale Zukunft zu begleiten. Zweitens, coole neue Ideen für uns zu gewinnen, aber auch drittens, die Agilität eines Hackathons in ein Unternehmen wie Zeiss hineinzubringen. Jetzt sind aktuell ca. 70 Hacker, junge Hacker hier. Die kommen aus überraschenderweise ganz Europa, 60% nicht Muttersprachler Deutsch. Also es sind total viele nette Leute, die coole Ideen haben. Das macht einfach Spaß, sich da auszutauschen und eben zu erfahren, wo liegt denn der Stand der Technik. I come from China. I work at Zeiss as well, and I come to the hackathon really to learn how people from different backgrounds get together and generate good ideas. Das ist mein persönlich fünftes oder sechstes Hackathon ungefähr. Und die Stimmung hier ist von dem, was ich bisher erlebt habe, einig am besten. Nicht nur ist das Level von den Programmierern super gut, finde ich, sondern auch die Stimmung allgemein, die Teambildung war geil, die Vorträge waren geil. Really cool. I mean, right now it's almost 12 o'clock in the night, and we have these two trucks, truck food, and the food is pretty much delicious. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass es so ein Special zwischendrin gibt, dass man auch daran erinnert wird, mal was zu essen. Very good experience. I think the every facility and like music was on and food was there, so everything was fine and the atmosphere was very nice, so we could brainstorm the things, we could think something new. Wir hätten eventuell ein bisschen mehr machen können, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was wir haben. Das war eine auf jeden Fall sehr geile Erfahrung. Es war für viele von uns der erste Zeiss Hackathon oder generell der erste Hackathon. Aber wir hatten voll Spaß, 24 Stunden Hardcore durchgecodet.